Die letzte Siedlermission der Missions-CD ist die einzige, die wir tatsächlich verlieren können. Wir übernehmen nun die Rolle der Wikinger, die wir zuvor retten mussten, und haben das Ziel, eine ganze Liste an Gütern zu produzieren. 100 Kampfäxte, 150 Brote, 160 Portionen Fleisch, 255 Fische, 220 Einheiten Met, 55 Goldbarren und 600 Einheiten Mana. Und all dies müssen wir in 2,5 Stunden hinbekommen. Die gute Nachricht ist, wir haben keine Gegner auf dieser Karte. Unsere Verbündeten sind auch kein Problem, da wir sie leicht daran hindern können, in unser Gebiet zu expandieren. Dafür müssen wir auf viele kleine Dinge achten und auf einige Bugs aufpassen, die uns wertvolle Zeit kosten können. Wichtig ist aber vor allem, nicht zu viel auf einmal anzugehen. Im Y-förmigen Berg neben eurem Wasserwerk findet ihr Kohle, Eisen und Stein. Im Norden gibt es weitere Rohstoffe, die ich aber nicht gebraucht habe. Wir haben auf unserer Hauptinsel keine Goldvorkommen, daher müssen wir die Goldproduktion auf einer kleinen Insel nordwestlich aufbauen. Dort liegen bereits eine Angel und eine Spitzhacke. Das östliche Gebirge enthält Kohle, das westliche Gold. Am Anfang reißt ihr zunächst alle Türme und Burgen ab. Die einzigen Türme, die wir tatsächlich behalten werden, sind der an der Grenze zu den Mayas und die, die wir zur weiteren Sicherung der Grenze bauen werden. Durch die Abrisse haben wir erstmal recht viel Baumaterial, aber das ist schneller verbraucht, als ihr denkt. Reißt die Holzwirtschaft in der Nähe des Wasserwerkes ab und erweitert die andere so weit, dass sie 3 Sägewerke versorgen kann. In der Nähe findet ihr 2 weitere Sägen, die ihr mit Pionieren erobern könnt. Damit spart euch das Eisen für die 3. Säge. Holt die Pioniere von der Insel vorerst zurück und erstellt schon mal 5 weitere. Lasst sie vorerst euer Gebiet an den Stellen erweitern, wo sich Türme nicht lohnen und oder Rohstoffe rumliegen. Erhöht außerdem die Anzahl eurer Bauarbeiter. Einige eurer Geologen könnt ihr auch in Siedler umwandeln. Mehr als 1 oder 2 benötigt ihr nicht. Lasst aber Hämmer für den 2. Schmied, den Fahrzeugbauer und 2 für den Gründungskarren übrig. Sobald eure Bauwirtschaft steht, strebt ihr eine Kohle- und Eisenmine, eine Werkzeugschmiede, 3 Getreidefarmen und eine Eselzucht an. Der Esel ist eure erste Priorität, da er relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Bereitet auch schon mal den Hafen vor, macht aber nicht meinen Fehler und lasst dort erst Rohstoffe hinbringen, wenn ihr auch bereit seid, die Goldproduktion zu bauen. Sonst liegen dort die ganze Zeit wichtige Rohstoffe rum, die gerade woanders dringender gebraucht werden. Bereitet auch schon mal eure Nahrungsproduktion vor, damit eure Minen versorgt werden und ihr Werkzeuge produzieren könnt. Langfristig wollt ihr 4 bis 5 Getreidefarmen, 2 Schweinezuchten, 2 Metzger, eine Mühle, 2 Bäckereien und 4 Fischerhütten. Fische findet ihr an den Flussmündungen. Denkt außerdem an den Bau von Lagern. Wenn euer Esel bereit ist, könnt ihr die Eselzucht abreißen und mit dem Bau des Gründungskarrens beginnen. Die Fahrzeugmanufaktur reißt ihr sicherheitshalber erst ab, wenn eure Kolonie gegründet wurde. Theoretisch müsste der Wagen zwar sicher sein, sobald er beladen wurde und steuerbar ist, aber ich habe auch gesehen, wie mein Wagen sich aufgelöst hat, während er auf dem Weg zur Fähre war. Seid außerdem darauf vorbereitet, dass sich eure Siedler beim Beladen des Wagens echt blöd anstellen und ihr wertvolle Zeit verliert. Sobald die Versorgung eurer Minen gesichert ist, könnt ihr eine Waffenschmiede bauen und die Produktion eurer Streitäxte beginnen. Schaltet die Autoproduktion eurer Waffenschmiede ab und gebt 100 Streitäxte in Auftrag. Achtet darauf, dass ihr nicht versehentlich die Endlosproduktion einstellt. Wenn die Äxte fertig sind, könnt ihr die Schmiede und die Minen abschalten, um Nahrung zu sparen. Wenn noch 90 Minuten übrig sind, solltet ihr mit dem Bau eurer Mana-Produktion beginnen. Eure Goldproduktion könnt ihr so ziemlich nebenbei bauen. Hierzu müsst ihr nur eine Spitzhacke, je 7 Brote und Fische sowie genug Baumaterial für beide Minen, die Goldschmelze und ein Lager rüberschicken. Sobald die Gebäude stehen, könnt ihr die Bauarbeiter und Planierer auf der Insel wieder in Träger umwandeln. Die 55 Goldbarren produzieren sich nun praktisch von selbst. In der Schlussphase achtet ihr auf Engpässe und schaltet gerade in der Brot- und Fleischproduktion alle Gebäude, die ihren Zweck erfüllt haben, ab. Das gleiche gilt für die Mana-Produktion. Ihr braucht nur 600 Mana. Das restliche Met könnt und müsst ihr einlagern. Wenn ihr meint, dass eure Produktion ausreicht, speichert ihr am besten und skippt mit F12 weiter. Wenn es nicht reicht, müsst ihr eben neu laden und noch was ändern. Sobald alle Waren produziert wurden, ist das Spiel gewonnen und die Siedelkampagne beendet.